Hey Leute, willkommen zu Cinemaverse. Das ist ein YouTube-Kanal, den wir jetzt neu eröffnet haben mit Sven und Santosch. Vielleicht kennen einige schon von euch mich. Ich bin TV. Hi. Ich hatte früher einen eigenen YouTube-Kanal, TV's Rapid Cinema, habe ein paar Videos dazu gemacht und ja, jetzt, dann habe ich eine Zeit lang damit aufgehört. Und Sven und Santosch habe ich vor Jahren schon kennengelernt. Wir sind gute Freunde und uns hat Cinema so zusammengebracht. Und jetzt sitzen wir hier und ihr erfährt gleich, warum wir hier zusammensitzen. Und wir haben Sven hier sitzen. Hi Sven, wie geht's? Hi TV. Gut, und dir? Auch, danke. Okay. Ja, ich stelle mich kurz vor, mein Name ist Sven, bin 29 Jahre alt und habe hier eine Gruppe von 3 Personen, die SF Productions tragen. Und unser Ziel ist es, qualitative Shortfilme zu drehen. Ja, TV, das war kurz zu mir, ne? Ja, und jetzt kommen wir zu Santosch, deine rechte und linke Hand. Hi, ich bin Santosch, gehöre auch zu SF Productions, schon seit 2017 bin ich dabei und schon bei Pudir als Assistant Director mit agiert und jetzt führe ich die Regie für unseren neuen Film Unir Detel Nan mit Sven zusammen und ja, freue mich sehr, heute hier zu sein mit unserem Freund TV, den wir auch schon bereits seit einigen Jahren schon kennen. Das heutige Video wird folgenden Ablauf haben, wir werden erstmal über Cinema reden. Wir werden über Cinema reden, was in den 90ern stattgefunden hat, das heißt da, wo wir noch ziemlich jung waren, um wie Cinema gerade aktuell ist und wie sich Cinema, also Tamil Cinema hauptsächlich in der Zukunft weiterentwickeln wird. Das wird so das heutige Thema und anschließend gehen wir noch zu Unir Detel Nan und dann reden wir noch über den Shortfilm und wir haben noch einen Surprise-Gast bei uns, werdet ihr auch gleich sehen und fangen wir erstmal an, oder Jungs? Ja. Gut. Cinema 90s. Wir sind alle 90s-Kids. Sven, du? Richtig, du? Genau. Ich bin auch noch. Ja. Ende 90s, ja. Okay, gut. Noch dabei. Good. 90s-Siller, ihr wisst ja selber, Commercial Cinema war halt. Das war halt das Template, ne? Commercial Cinema. Man hatte Einige Parte, Einige Fights und dann Climax, a lot of fight, Introduction Song. A lot of family sentiments, das war ja dieses commercial Template. Aber das hat ja damals, wo wir jung waren, hat das ja schon Spaß gemacht. Wo wir jetzt sagen, hey, jetzt wird es vielleicht nicht funktionieren, aber früher hat das ja schon Spaß gemacht. Zum Padepa oder was gab's noch? Ja, eigentlich zu ganzen Harry-Filmen, Lingo Sami oder K.S. Ravikumar. Also von Sami bis Sandogoli und sowas, das sind ja alles so die gleiche Template gewesen. Mhm. Damals lief es. Heute nicht. Genau. Ja, Lingu Sami zum Beispiel hat ja damals Sandogoli gedreht und dran. Aber jetzt hat er super Schwierigkeiten, da irgendwie einen Film zu machen, der halbwegs funktioniert. Ne? Sami 2 war ein richtiger Flop, glaube ich. Ja. Und dann noch eine Fortsetzung. Sandogoli 2. Beides war schlecht. Keine Idee mehr, ja. Aber wie gesagt, die ganzen Commercial Director, die früher halt die Filme gemacht haben, Harry und sowas, die haben jetzt halt schon Schwierigkeiten. Auch K.S. Ravikumar. Ich glaube, K.S. Ravikumar hat es am besten begriffen, als er Linga gemacht hat. Das ging wirklich richtig in die Hose. Ich weiß noch, diese Climax-Dings, wo Rajini diese Ballon da hochgejumpt ist mit dem Motorrad. Er hat sich sogar versucht zu wehren. Er hat sogar gesagt, Spider-Man in Lampak Ringe, Anna Linga, Rajini Senja, Playaboy und so. Ja. Die sehen es ja auch nicht ein. Das ist auch das große Problem, weil sie nicht mehr in Cinema auftauchen. Ja. Weil sie. Also ich will es gar nicht mal kritisieren, weil die neue Generation kommt und irgendwann hört einfach auf, dein Gehirn so mitzuspielen oder sich da wirklich anzupassen. Deswegen sind auch neue Leute da, die gerade Cinema verändert haben und was wir für eine sehr gute Sache halten. Ja. Gab es noch irgendwelche Besonderheiten in den 90s? Eigentlich auf jeden Fall. Also wir haben ja jetzt Pudu Randayram, Adagupra Padangal Petit Akachinange. Aber wenn man jetzt nimmt, 90s wirklich, jetzt wirklich Superstar man nimmt, Rajini nimmt, der wirklich das Kino richtig gefüllt hat oder auch immer diese ganzen Houseful-Shows ausgemacht hat, wenn wir jetzt über Mutte reden, Annamalai reden, Barsha reden, die ganzen Filme mit, wie du schon sagst, Opening-Song, Heroin, Heroin-Song, Love-Scenes, bis zu Action-Scenes, Family-Sentiment, wenn wir jetzt Barsha nehmen, diese wenigen Family-Sentiments, dass er sich um die Familie kümmert. Das hat es damals ausgemacht, weil du wolltest so ins Kino gehen mit deiner Familie und wolltest weinen, lachen, tanzen, mitsingen, alles. Du wolltest so ein Komplett-Package, so ein Full-Meal Biryani in Bissolam, so einen Masala-Film haben. Ja.
Ich glaube, der Star in den 90s war, glaube ich, ohne Wenn und Aber, Rajini, würde ich sagen, oder? Ja, definitiv. Vijay war ja damals noch so ein Upcoming Star. Ja. Halt auch eher im Love-Genre war der eher unterwegs. Dieses Commercial kam ja erst nach. Gilly. Nee, Tirumala. Tirumala war sein Complete Changeover, glaube ich. Also 90s kann man auf jeden Fall sagen, ich glaube, da sind wir uns einig, dass das war Bakka oder Commercial Time. Ja. Songs, Kondatam, Gute. Ja. Ne? Das war eine schöne Zeit. Es gibt gute Filme, die gucke ich immer noch gerne. Palerpa macht immer noch Spaß. Auf jeden Fall, ja. Aber ich glaube, irgendwann lässt man ja auch los und man geht ja mit der Zeit. Cinema hat sich ja so auch sich viel gewandelt. Ja. Wir gucken viel Urlaub-Cinema jetzt. Netflix, Amazon, La Mevan de Tür, aber das kommt später nochmal. So, wir haben ja immer noch jetzt Commercial Cinema in dem Rückgänger, right? So, Commercial Cinema Rücke, aber Commercial Cinema hat sich geändert. Und zwar möchten die Leute, früher war es so, dass die Leute es abgekauft haben, wenn Rajini oder Vijay 50 Leute geschlagen haben. Jetzt kaufen die es nur ab, wenn Rajini oder Vijay 15 oder 20 Leute schlägt. Oder wenn er 50 Leute schlagen kann, muss es irgendeine Begründung geben. Ja. Ne? Wie bei Vikram, die waren Soldaten, deswegen macht das ein bisschen Sinn. Oder zum Beispiel Kathi, dieser Coinfight. Ja. Es muss deinen Sinn ergeben, dass er da eine Logik fast muss 100 sein. Leute genau. zusammenschlägt. Genau. Es muss eine Logik dahinter sein. Ja. Das heißt, die Zielgruppe der Filmschauer hat sich auch weiterentwickelt und sagt, hey, ne, das Beispiel mit Linga, mit dem Ballon, das kaufe ich euch nicht ab. Hätte er irgendwie einen Seilzug gehabt und da irgendwie hochgeklettert, am Ende ist es abgekauft. Genau, das auch. Und ich glaube, was jetzt gerade auch da ist, ist halt, früher war es ja so 90s Lavande, so Director wie Vetrimar und Mari Selvaraj, die hätten keine Chance gehabt in der Zeitepoche. Aber jetzt ist Vetrimar dann wahrscheinlich irgendwann sogar, wer weiß, vielleicht eines der top bezahltesten Regisseure. Ich glaube, er ist schon eines der top bezahltesten Regisseure, aber die weiter noch höher erklimmen. Weil früher wären diese Leute, ne, die waren ja eher Richtung Arthouse und so unterwegs. Und jetzt ist es Ippewanda Wilwande, ne? Arthouse mit kommerzieller Mixpanina Paria. Ich glaube, das ist das, was die Leute wollen. Die wollen Qualität. Oder wie seht ihr das? Auf jeden Fall. Also, Vetrimaran, wenn man jetzt seine Filme nimmt, insbesondere zum Beispiel, wenn man jetzt auch so ein Wadetchen nimmt, wo auch kommerziell drin war. Ja, klar. Und die Heroin drin war jetzt nicht wie in seinen anderen graueren Filmen. War das da, aber die Leute wollen halt Content haben. Also es steht an allererster Stelle, wie das halt das Gesamtpaket umhüllt wird. Ja. Deswegen funktioniert das. Ja, Content is King, sagt man, ne? Genau. Richtig. Ippewanda, Ulrike, Sarkelat, funktioniert gar nichts. Gar nichts. Gar nichts funktioniert. Das ist es. Das Problem hat ja auch Bollywood. Bollywood hat ja früher immer mit sehr hübschen Frauen und Männern, ne, Sixpacks, dies, das, immer die Filme beworben. Und das hat eine Zeit lang gut geklappt. Ja. Aber dann irgendwann haben die gemerkt, hat sogar jetzt die Bollywood-Industrie hat ja auch ein sehr großes Problem, dass das nicht mehr funktioniert. Du kannst nicht einfach nur ein hübsches Mädchen und einen hübschen Typen dahinstellen und sagen, hey, der Film funktioniert und dann einfach nur in Europa shooten. Nein, du brauchst ein Drehbuch, du brauchst Dialoge, die sitzen. Und dadurch jetzt auch OTT ist jetzt auch da. Über OTT Wanderparia guckt jeder. Ich bin in der ABC Center in Dorvish Amerika länger. Damals normal. Ich hatte schon immer was dagegen. Ich wollte nie, dass man Leute in ABC eingrenzt. Aber viele haben das früher gemacht. Ich glaube, Mundial Aprilan irrendele. Anna Ippewande, ABC wird irgendwann zu einem Ore-Cinema. Weil guck mal, weil letztens, nach einem Artikelwagen wurde, habe ich gesehen, ich bin der Money Haste, Haus des Geldes. Adewande, guck mal, Nangalum Pakaram, Hanna India oder Sri Lanka, Angewande Urle, der kennt auch Money Haste. Aber hat Gebäude, weißt du? Wie können wir sagen, aber der Pakaram oder der ist ein C-Center Audience oder B-Center Audience? Das heißt, er weiß auch, was. Irgendwann wissen die auch, wer Christopher Nolan ist. Die wissen es jetzt schon. Ne? Oder Inception Patre Pinam oder Interstellar Patre Pinam. Und ich glaube, dieses Audience Madiche Parampandade, ne? Nicht denken, dass die dumm sind. Das ist, glaube ich, wichtig, was heutzutage ist. Dass man nicht denkt, es ist selbstverständlich, dass er mir diese Scheiße abkauft, die ich da schreibe. Oder was auch immer, oder? OTT und also Netflix, Amazon Prime hat den Kopf der Zuschauer verändert, weil vieles früher war selbstverständlich, dieses mit den einen Hero und Tamsin, man kann 50 Leute schlagen.
Graphics, VFX, CGI-Works, kann man so, ja, auf Deutsch so einfach da hinschmeißen und die Leute kaufen das ab, ah, wird schon passen. Ja. Aber da viele Leute jetzt auch über Netflix Webseries gucken oder Filme auf sehr hohem Niveau, ja, werden so, jetzt kann man ein Beispiel, die letzten zwei Star-Filme nehmen, Tunive oder Varese, wo CGI-Work sehr, sehr schlecht war. Mhm. Weil die Leute halt von Netflix und Amazon ein anderes Niveau gewohnt sind. Mhm. Das hätte vor zehn Jahren ja, funktioniert, ja, okay, das passiert, okay, der fährt hier ja rum. Greenscreen sieht man vielleicht nicht so klar, aber jetzt ist das schon so, das wird echt kritisiert. Und klar, das ist ja, zum Guten kritisiert. Das ist gut, ja. Weil sonst würden wir nicht uns weiterentwickeln, ne? Ja, auf dem Gleichstand. Und wenn wir über Stars sprechen, ich glaube, über einen Star muss man gerade reden, der Santosh, das ist eher dein Gebiet. Ja. Ne? Vijay, wie er diese Leiter hochgeklettert ist, das ist schon echt erstaunlich. Also, ich weiß nicht, viele von euch haben ja bestimmt seinen Downfall mitbekommen. Viele von euch erinnern sich vielleicht an seinen 50. Film. 50 Filme zu machen ist was Besonderes. Aber das war eines seiner größten Flops in seiner Karriere, dieser 50. Film. Ich weiß nicht, Suda sagt euch bestimmt was. Und ich weiß noch, als ich den Film damals im Kino gesehen habe, dachte ich mir, boah, was für eine Scheiße war das denn? Ne, allein die Introduction-Szene. Ich hab mich auch wirklich, ne, ich hatte Mitleid mit Vijay, so scheiße, ne, das ist sein 50. Film und man wusste ja, dass alles funktioniert bei ihm. Ne. Es war ja, er war auf einem guten Weg, aber dann waren diese Filme, das war halt auch dieser Wandel zwischen Commercial, ne, dieses Wildekaden, dies, das und sowas und Velayudam, die waren ja noch halbwegs okay, aber dieser Wandel zwischen Commercial und guter Qualität. Und dann kam irgendwann Tupaki. Und das hat dann das Spiel gedreht und dann war Vijay wieder, ja, ich glaub, einfach. Ich glaube, Karen hat den so erstmal so stabilisiert, so vom Fall. Ja. Und dann Tupaki hat ihn halt auf das nächste, nächste Liga, nächste Niveau halt hochgeholt. Ne? Ja, man muss halt betrachten, wie schwer es Vijay hatte anfangs. Mhm. Auch wenn manche sagen, ja, er ist durch seinen Vater reingekommen. Wird ja aber nichts ist ja okay geschenkt. So, er hat, ne? Die Tür wurde für ihn vielleicht aufgemacht, aber er ist ja da durchgegangen. Genau, er muss da durchgehen und er hatte ja auch viele Flops. So. Es war ja alles sehr, sehr schwer und sehr steiler Weg, dass die Leute sich lustig gemacht haben, wie sieht der aus, und die, sogar in so Kumudam und so damals haben die, haben die so einen Artikel rausgebracht, so, ah, sieht aus wie ein Affe und sieht doch nicht aus wie ein Schauspieler und das, und jetzt ist Vijay auf der Mainpage bei Kumudam und die schreiben, das ist der nächste Superstar. Ja, ist der meistbezahlte Schauspieler in Südindien, glaube ich. Ja. Wird auch immer höher und höher. Mittlerweile fast sogar in ganz Indien gehört er zu den bestbezahltesten. Ja. Genau, und Vijay Gabram gibt's nicht, ne? So, Vijays Leiter ist schon sehr hoch, ne? Ja. Also er ist schon sehr hoch gestiegen jetzt. Mhm. Und ich glaube, der nächste Schritt jetzt von Vijay wird sein, wo wir auch zu unserem nächsten Thema kommen, Pan India. Ne? Ich glaube, das ist so die Richtung, die Vijay jetzt einschlagen wird. Mhm. Und mal schauen, wie es versuchen geht. Versuchen es zumindest. Genau. Genau. Schade ist, dass wir jetzt aus der tamilischen Filmindustrie noch keinen richtigen Pan India-Hit hatten. Aber also Star auch und Filme auch eher wenig. Shankar hat damals die ersten Pan-India-Filme gemacht, aber damals war das Konzept gab's ja noch nicht den so. Begriff noch oder, nicht. Oder ja. Mani Ratnam hat ja damals die Filme gemacht, aber das gab es halt nicht. Ne? Ellarum Contact irukkiradhalan oru periya vishayam enda ellarum oru Instagram oru Twitter ippa naanga moondu verum paavikkiram social media ana kooduthala Twitter paatha ovvoru news um engalukku vandu serum ippa oru inda poor tholil oru padam vandha kadasiya Ashok Selvanum Sarath Kumar nadicha padam adhilum oru pudhuma director dhaan und Kumar oru padam eduthavar und jetzt ist er schon ella vaayilum avatta peru dhaan varudhu so adanalae வெஸ்ட் ஸோ அதான் நீங்கள் ஒரு நல்ல விஷயம் செய்தால் அதுக்கேற்ற பலன் உங்களுக்கு உடனே வேறும் சினிமா இல்லை இப்போ இப்போ அது இருக்கு முந்தி இல்லை முந்தி வாசோ கொஞ்சம் ஒரு டைம் எடுத்து உடனே வந்து சேருது உடனே எல்லாருக்கும் போய் சேருது சோஷியல் மீடியா இல்லையாண்டா இப்போ வந்து சேர்ந்துக்குமோன்னு தெரியாது இப்போ ரெண்டு மூணு பேர் கதை கேட்கலாம் தெரியும் ஆனால் இப்போ உடனே தெரியும் நாங்கள் என்னென்னா இப்போ நாங்கள் மூணு பேரும் பற்றி சொல்கிறோம் இப்போ ஒரு சிறந்த படம் உண்டு வெளியாக இருக்குதுண்டா நாங்கள் ட்விட்டரில் காத்து கொண்டு இருக்கோம் படுக்காம ஓகே இப்போ முதலாவது ரவ்யூ வர போது பார்க்க இப்போ ஒரு பெரிய ஸ்டார் விஜய்ன்ட்டு எடுப்போம் விஜய் இப்போ லியோன்ட்டு வருதுன்னு பார்ப்போம் நாங்கள் இப்போ படுக்காம முயற்சி நாங்கள் பார்த்து ஓகே இப்போ பார்ப்போம் படம் எப்படி வந்திருக்குன்ட்டு உடனே பார்த்து ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு சொல்லலாம் நீங்கள் படத்தை போய் பார்க்கலாம் படம் நல்லா இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க அதான் இப்போ எல்லாம் ரொம்ப ஸ்பீட்டாக ஆகிக்கொண்டு இருக்கு ஸோ அடுத்த கட்டத்துக்கு போமா யா பாலிவுட்டில் KGF தான் இப்போ இருக்கிற இடத்துல வந்து ப்ளஸ் ஐன்ஸில் நிற்கிற கலெக்ஷனில் அவங்களோட லாங்குவேஜ் வேசோ அதான் ஹெஃப்டிஷ்
அவங்களோட பாலிவுட் லாங்குவேஜில் பிளஸ் ஐன்ஸில் நிற்கிற படம் கேஜிஎஃப். நிஷ்மா அவங்களோட ஷாருக் கான் படமோ ஏதோ அவங்களே அதான் அந்த பேன் இண்டியா அந்த ரீச் வேஸ்ட்டு. அதில் இருந்த ஸ்டார் என்ன பேர் அவனுக்கு, யாஷ். யாஷ் ஒருத்தருமே தெரியாது முந்தி யாஷ் அண்ட் ஆர்ன்ட்டு. ஆனால் இப்போ ஒரு நல்ல படம் எடுத்தால் அது போய் சேர்ற மக்களுக்கு மார்க்கெட்டிங்கும் பண்ணோடும். இப்போ ராஜம் இப்போ ஆர்ஆர்ஆர் ஆஸ்கர் ஆஸ்கரே வாங்கிட்டது ஜஸ்ட். ஆனால் மார்க்கெட்டிங் எனக்கு என்ன பிரச்சனைன்ற, எங்கள்கிட்ட தமிழ் சினிமாலேயும் அது இருக்குது, நிறைய ஃபிலிம் இண்டஸ்ட்ரியிலும் இருக்குது, மார்க்கெட்டிங்குக்கு வந்து ஆக்கள் பெருசாக ஒத்துழைக்கிறது இல்லை. அவள் தமிழ் சினிமா இஸ் ஆஃப் குட் பிரேக், நல்ல படங்கள் வருது, நல்ல டைரக்டர்ஸ் வந்திருக்கிறாங்க, லோகேஷ், மாரி செல்வராஜ், வெற்றி மாறன், வேறார் இது அந்த போர்வர்கள் எடுத்து பிரஞ்சித் ஒன் நல்ல நல்ல நடிகர்கள் நம்ம ஓ கொஞ்சம் ஸ்டார்ஸ் தான் இன்னும் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது. இந்த இப்போ நான் கேள்விப்பட்ட ஒரு நியூஸ் வந்து தெலுங்கு ஃபிலிம் இண்டஸ்ட்ரி மலையாள ஃபிலிம் இண்டஸ்ட்ரியில் கொஞ்சம் கணக்கு புது ஸ்டார்ஸ் வந்திருக்கிறாங்க. எங்களோட தமிழ் சினிமாவில் வந்து கடைசியாக வந்த ஸ்டார் வந்து சிவகார்த்திகேயன், அதுக்கப்புறம் பெருசாக ஸ்டார்ஸ் உருவாகலை. ஸோ அது வந்து இன்னும் கொஞ்சம் வந்தால் நல்லாயிருக்கும். ஆனால் இஸ் ஓகே வியாமியாக ஸ்டார்ஸ் சனி சொல்ல சிவகா கேன ஸ்டார்ஸா பார்ப்போம். கொஞ்சம் ஃபீல் சிம்பிள் கம்பேக் இருக்குது வேறு, அதுக்கு வெயிட்டிங் டெவிட்ஷன். Ich glaube, dass er es auch hinkriegen wird. Also ich finde es symbolisch schon. Er hat alles. Er lernt Amerika, er muss es benutzen. Der hat seine Fans, der hat Screen Presence, der kann Acting, der kann eigentlich alles singen, alles. Er hat diese Macht, wenn er was sagt, dass die Leute sich zurückdrehen und gucken, was er sagt. Ja, das haben voll viele nicht. Adi hat das nicht, Michael hat das nicht. Ja. Aber er hat das. Genau. Egal, was er macht, man beobachtet ihn. Was macht er, was macht er, was macht er? Und er hat diese Power und das, wenn er das gut nutzt, இப்ப விஜய் ஒரு டவுன்ஃபால் இருக்கும்போது அதை வேற மாதிரி கொண்டு வந்துவார் இல்லை, அதை சிம்பு செய்தாருண்டா சிம்பு இருக்க வேண்டிய இடமே வேற. பார்ப்போம் என்ன நடக்கும். சூப்பர் ஹிட் ஃபிலிம் liefern. Es Patella war jetzt nicht so der Kracher, würde ich sagen. Ja. Viel Werbung gemacht, viel drumherum geredet. Am Ende sehr enttäuschend. Gucken. Wenn er die nächsten Filme so Richtung Manade, BTK geht, dann. Reden wir auch über so Stars, die so Downfall haben? Oder? Nee, nee, wir. Also, hallo, ja? Cut. Ey, okay. Aber nimm das hier so gut in den Kran. Okay. Ready, da, warava. ஸோ எல்லாமே ஒரு விடாமுயற்சி பெஸ் வென். ஸோ இப்போ வந்து உலக சினிமா தமிழ் சினிமா படி காய்ச்சிட்டோம். ஜெட்ஸ் வந்து உங்களோட சினிமா, நீங்கள் எடுத்த சினிமா, நீங்கள் சினிமா எப்படி பார்த்துனீங்க, அதனால இன்ஸ்பயர் ஆகி நீங்களே ஒரு படம் எடுத்துருக்கிறீங்க, ஷார்ட் ஃபிலிம் ஜஸ்டிஷ், ரெண்டு படம் எடுத்து முடிச்சிட்டிங்க. அண்ட் முதல் படம் வந்து ஜான், ரெண்டாவது படம் வந்து புதிர், அது சினிமாவில் கூட ரிலீஸ் ஆச்சு. அண்ட் இப்போ மூன்றாவது படம் எடுத்துட்டிங்க. அண்ட் எஸ்ஆர் ப்ரொடக்ஷன், எஸ்ஆர் ப்ரொடக்ஷன் தான் என்ன, எப்போ உருவானது? Wie hat SR Production angefangen? Oder zuerst zu uns, zu mir erstmal. சின்ன வயசுலேருந்து நிறைய படங்கள் பார்க்குறோம் நாங்கள். அது வீட்டில் எந்த நேரம் ஏதாவது ஒரு படம் ஓடும், சாப்பிடைக்கு படம் ஓடும், பாட்டு ஓடும், இல்லாட்டி தான் படக்கும் போது முதலே ஏதாவது படம் இதான் பார்த்துட்டு படுக்கிறான். அப்படி இப்போ இந்த தியேட்டருக்கும் கூட போனால் அம்மா அப்பா கூட்டியும் போய் இருந்தேன். அப்போ இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து ஓகே சினிமா எப்படி எடுக்கிறான், வி கேன் மேன் சினிமா நோ த்ரேன் வி இஸ் சிந்தடக்காம எப்படி படம் எடுத்திருக்கிறீனும், ஓகே இந்த ஸ்டாருக்கு இவ்வளோ படம் முதல் எடுத்தவர், இது ஹிட்டா ஃப்ளாப்பா, ஃபுல் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆகிடுது, இன்ட்ரெஸ்டாக வந்துட்டுது, ஓகே சினிமாவுக்கு பின்னால் என்ன நடக்குது அப்படி யோசிச்சுக்கோங்க. ஓகே சொந்தம் ஒரு படம் எடுத்தால் எப்படி இருக்கும், சொந்தம் ஒரு என்ன ரெண்டு மணித்தையும் படம் எடுக்கிறாது. இப்போ ஓகே அவர் குறும்படம் ஷார்ட் ஃபிலிம் எடுப்போம்ட்டு அப்போ ஒரு ஐடியா தொடங்கினான். ஓகே விஃப் யூ கேட் ப்ராஸ் வித் ரேட் மன் ஃபிலிம். Und dann habe ich viel selbst mir angelernt, wie man einen Film dreht und einen Film schneidet. Und dann habe ich mit John angefangen. John angefangen mit einem sehr kleinen Budget. Auch viele Freunde haben mir damals geholfen, um diesen Traum zu verwirklichen. Und genau, in der Zeit habe ich Sandosh kennengelernt bei einem Fußballturnier. Ich habe viel mit Freunden über Cinema geredet, aber ich hatte nie den einen Kumpel, der wirklich so denkt wie ich,
ich dachte, sowas gibt es auch nicht. Man hat ja immer so Meinungsverschiedenheiten. Das Problem haben alle, die in dieser genau, Filmwelt zum Beispiel, du hast ja Filme, die du magst, die ich vielleicht nicht so mag oder auch andersrum. Und auf dem Turnier haben wir uns dann gesehen, da hat er mich angesprochen, du machst doch John. Und dann kamen wir so ins Gespräch und dass er sich auch für Cinema interessiert, gerne auch mal einen Film drehen möchte. Der hatte mir auch einen One-Liner erzählt und da haben wir mal so geredet, okay, was ist denn dein Lieblingsfilm? Und dann kam es, war Anna Meyram, bei beiden gleich. Was ist dein Lieblingsdirektor? Ja, Gautam Mene, oh, auch beides gleich. Und da haben wir noch über ältere Filme geredet, wo wir gesagt haben, ja, das und das war gut. Das hätten die vielleicht besser machen sollen, dann wäre der Film noch besser geworden. Das haben wir alles bei so einem Fußballturnier besprochen und dann dachten wir, okay, was ein Zufall. Die Chemie passt. Chemie passt. Also wir kannten uns schon vorher so leicht. Genau. Ja. Also wir kannten uns leicht schon so durch Facebook und sowas, so durch ein paar Gruppen, weil er hat immer so Sachen reingeschrieben mit, ich drehe bald einen Shortfilm, ich suche ein Schauspiel und sowas. Ja, okay, ich will das sehen, das ist ja, ein Papam und so. Ja. Man kennt sich, aber man traut sich dann nicht in dem Moment so mit denen so zu reden, weil Undertime war ja nochmal anders alles und man sieht sich ja, man läuft sich ja auch nicht immer über den Weg oder so. Ne? Ja, natürlich, also... Ja. Wie gesagt, wir kannten uns so leicht vom Sehen und er war auch oft in meiner Stadt unterwegs und dann war das halt so und dann war so die Chance. Wir hatten kurz Zeit, haben so geredet miteinander, so quasi Chukunedukeke, auf einmal so haben wir so gesehen, ey, krass. Also, weil du entscheidest für dich ja, für mich reicht so 5 bis 10 Minuten reichen für dich selber zu urteilen über eine Person, wenn wir jetzt über Cinema reden. So zum Beispiel, wenn ich jetzt anhand eine Person Filme. Treffe, anhand der Filme, anhand seines Geschmacks, und seine, ja, so, was er halt, wovon er halt so Ahnung hat, ne? Du kannst viel über eine Person herausfinden, anhand der Filme, die diese Person schaut, richtig, oder anhand der Serien. Richtig. Wirklich. Auch über Charakter, wie die über die Welt denkt, wie sie über Religion denkt oder über was weiß ich. Überhaupt, wie der Mensch ist, zeigt dir schon aus, wie der Film, also wie sie ist. Das war meine erste Frage, wenn ich jemanden kennenlerne. Was sind deine Lieblingsfilme? Wer ist dein Lieblingsschauspieler? Der ist immer so. Echt? Wir sitzen im Auto, keine Ahnung, da steigt gerade mein Cousin an, ey, was ist dein Lieblingsfilm? Wer ist dein Lieblingsschauspieler? So direkt? Und dann sagt er uns so 3 Filme und dann weiß ich so, okay, ja, alles klar so. Oder hast du dann so abgehakt? Genau, abgehakt. Oder wenn der qualitative Film nennt, dann weißt du, okay, mit dem kann man. Zum Beispiel, du sagst ja auch immer, wenn wir so uns privat unterhalten, in einem Soldering, so, dass es das Wichtigste ist, dass du jemanden hast oder dass du eine Truppe hast von Leuten, die sich finden und die sich gut verstehen und die dasselbe Bild von Cinema haben wie du. Das ist halt das Schöne bei euch auch zu sehen. Ihr habt euch gefunden, so deswegen ist auch dieser Film entstanden, weil Cinemale enna kashtamanda vande ora alala and the couple naartha mudiyadhu cinemale egal ob es or short film irukattum oder or product or werbe video kuda irukattum neenga thaniya ellame seiyalam ellame camera panni dialogue eladhi ellame seiyalam ana inge vande quality slip aagum adu Also Cinema erklären, alle erklären Theorien, weil alle mit Tanja Seelam. Ich sag nicht nein, Seelam. Und manche machen das auch gut, aber ist okay. An der Szene oder Team Level bei einem Bode, an der Qualität ihnen besser. Kann ich also Strength oder so sagen? Ja. Wenn da über oder Udarne dicke oder Szene erklären Bode oder Szene erledigen Bode, Josi kriege was soll er? Bei dieser Ende werden lahm da. Einer Telefon hat was soll oder Szene soll er? அப்போ நான் உடனே அந்த அடுத்த கட்டத்தை என்ன எப்படி செய்யலாம்னு நான் சொல்லுவேன் எப்படி இருக்கடா ஐடியா சூப்பராக இருக்குது ஸோ சில நேரம் நான் ஒரு பாயிண்டில் ஸ்டக் ஆகிருக்கு அவருக்கு இப்போ இதை எப்படி நாங்கள் எடுப்போம் அவர் உடனே ஒன்று புதுசாக சொல்லுவார் ஏன்னா வி அகேன்ஸ்ட் நோன்ஸ் அது ரஸ் கூட்டு பை ஒன்ஸ் இஸ் ஸோ மைன ஷ்வெஷன் ஹேப்ட் ஏர் ஆஃப் உன் சைன ஷ்வெஷன் ஹேப் ஈ ஆஃப் டஸ் இஸ் டெஸ்விங் ஃபுன்சுனீட் டஸ் ஆஃப் வைட் Es kann ja sein, dass man bei 2 Köpfen auch Meinungsverschiedenheiten bekommt. Oder aber das ist ja nicht falsch, das hat Bilder dann. Weil das ist ja ein Cinema, man oder Creative Process, right? Mm. So Adenale Wande. Und das Wichtigste bei Cinema ist auch, manchmal dann, wo Padam Pater die Josi Pamela, ey, ich werde gar nicht mehr so leer in der Szene, aber dann muss ich ja erkennen. Voll auf. Ich bin ein Padam Pater. Ich bin ein Padam Pater. Aber in der Präsidenta, um die Sutti, um mehr Akel, Illati, aber wenn man da Illati in Kaitati kommt, da super Erik, Sir, Nala Erik, even Musical, richtig? Musical கூட யுவன் வந்து oder Roman கூட வந்து auch ne respect alles gut es gibt aber Alben wo man denkt okay இது என்ன oder was ist das weißt du இது இன்னும் oder in the director and the vele vadiva vaangilaya illati konjam prachana irunducha ne and the communication skill und alle thewa und du musst bei cinema 10 tappana idea mit dem sanerum scene elum bodu
ஆனால் சில நேரம் ஒரு நல்ல ஐடியா கூட இருக்கும். ஆனால் அது அதுக்கு ஒரு டீம் தேவை. அது சொல்றதுக்கு ஓகே இது தப்பாக இருக்குது சரியாக இருக்குது இது ஒர்க் அவுட் ஆகும். Ja, Sudhir ist klar Mukiem auf jeden Fall. Also dazu gehört auch zum Beispiel Suji, der später auch zu uns ins Team eingetreten ist, der auch ein Bestandteil von SR Production ist. Den muss man auf jeden Fall erwähnen. Der kam auch irgendwann in einer sehr, sehr schwierigen Phase von uns, wo wir Pudir angefangen haben und an einem Punkt waren, wo wir nicht wussten, wie wir weitermachen sollen. Weil wir Probleme im Team hatten mit manchen Abteilungen, wo wir dann, man muss auch dazu erwähnen, wir machen das nicht hauptberuflich. Das Problem ist dann, dass wir das manche nicht mehr konnten und dem Produkt nichts mehr geben konnten. Dann standen wir an einem Punkt, wir hatten keinen Kameramann mehr zum Beispiel. Und dann kam Suji so aus, ja, es war schon sehr spontan. Als Fotograf wurde er gefragt. Und das war wirklich ganz spontan, ich weiß nicht, ein paar Tage vor dem Shooting-Tag hat er direkt ja gesagt, ich mache Fotos. Und als wäre das Schicksal, der Videograf zu der Zeit konnte nicht, hat er an dem Tag abgesagt. Und dann haben wir gesagt, Suji, du kannst ja bestimmt mal Video machen. Kann ich machen. Da hat es angefangen. Hat das Ganze angefangen. Ja, schön zu erwähnen, Suji macht auch heute unser Video. Also das ist schön. Danke, Suji, auf jeden Fall. Ist doch schön, ist echt das Team. Ein das, man findet sich zusammen, richtig? Auf jeden Fall. Also diese Reise, genau. Erst gar nicht mehr wegzudenken vom Team. Ja. Also ist auch eine Ergänzung. Wenn wir ihm was sagen, er weiß direkt, was wir wollen. Manchmal sehr oft übertrifft er auch unsere Anforderungen. Das ist sehr oft so. Also, ja, bei Pudir gab es echt coole Shots. Muss ich sagen, ich habe den Film ja gesehen, ein bisschen später, aber es gab sehr coole Shots in dem Film. Hat mir auch sehr gut gefallen. John war ein YouTube-Release, richtig? Richtig. Genau, John YouTube-Release. Und dann Pudir war ja Short-Film Airende, Pinder oder Future-Film Marina, richtig? Ja, richtig. Normalerweise Short-Film waren dort jeder mit dem Schirm, aber dann habt ihr ja festgestellt, okay, Pudir konnte ja ein cooler Airende Content. So, ab und zu ein 1-Hour-Footage an Mari. Aber die Intermission gut erinnert. So, Elami, ein Paka Tamil Padam Mari Release Penny. Hat ein Theater oder Release im Kretsche. Das war schon echt ein Festival. Ihr nur Pair waren da, ne? Ihr nur Pair Kumel waren da. Ja, der Englisch oder Kanava während der. Unger Padam, Nangli, Big Screen, La Paco und Mende. Unger Friends, Family, Elarm Soli, Kanabir, Gader, Kurte. Also es war schon was sehr Besonderes, die Kinopremiere. War nicht geplant von Anfang an, ne? Wie du schon sagst, wir haben... Shortfilm hat dann Plan Penina, ne? Ja, so 40 Minuten, 45 Minuten, aber bei der Editing war schon 1,15, über eine Stunde sogar. Bei der feinen Version Cutting Penina, Tugirinji oder Oromal Tienkutatada, waren das Padam. Dachte mir so, okay, obwohl wir es noch erledigt haben, Perissa Karton, wenn. Wenn das unser letzter Film ist, அப்போ கடைசியாக ஒரு 10 வருஷம் 20 வருஷம் சொல்லலாம் ஓகே நாங்கள் சொந்தம் எடுத்த படம் தியேட்டரில் காட்டினாண்டு அவங்களுக்கு பிளான் தஸ் ரவுஸ் புரியுங்க நம்ம கீனோ கிணோ Muss schon sagen, es ist schon einer unserer wichtigsten. Ja, Sven, ich habe mit Sven letztens noch gesprochen. Er meinte, Mati, es gibt 2 Tage, die ich nicht vergessen werde. Eins meine Hochzeit, eins Buddha Release. Ja, richtig. Ja, auch für Suji habe ich auch gehört, war ein sehr schöner Tag. Ahnen der Kanäle am anderen Ende der Ja, war sehr emotional. Aber war doch schön, war doch schön. Ja, also, schön. Ich muss auch sagen, unser Publikum hat dort erst gemerkt, wie viel uns das überhaupt bedeutet. Ja, aber das wurde ist vielen auch schön, bewusst. Das war echt sehr schön. So viele Leute kamen, weil ihr wisst selber, Freunde, Familie wären nie im Leben 200 Leute gewesen. Das heißt, es gibt da draußen Leute, die auch das machen wollen, aber nicht wissen, glaube ich, in welche Richtung oder wohin. Genau, und die einfach ein bisschen noch, ne, so, die wissen einfach noch nicht wohin. Aber ich glaube, das mit euch wird ein guter Anfang sein, wo die dann wissen, okay. Das ist auch unser Ziel. Also, ne, ihr motiviert ja auch die Leute, dann so Leute, die halt Interesse haben, in so eine Branche reinzukommen. Wir wissen ja, wie schwierig es ist in unserer Branche, da irgendwas zu machen. Aber wenn man Geduld hat und es durchzieht, gibt es irgendwo, glaube ich, ein Licht. Ne? Jetzt kommen wir zu eurem dritten Film, Unerrettel Nahen. Und hier war ja alles anders. Elam wird diesmal, ne? Diesmal hast du gemacht. Nicht mehr richtiges Casting diesmal. Das hattest du mir erzählt, das war echt cool. Weil das hattest du vorher nicht gemacht, ne? Vorher war viel mit Friends und Bekannte. Und diesmal richtiges Casting mit richtigen Schauspielern. Und wie war da die Erfahrung?
Ja, das hat große Auswirkungen auf den Film gehabt, plus auch auf die Zeiten. Wir haben immer die Shooting-Tage geplant und wie Sandus vorher erwähnt hatte, das ist ein Hobbyprojekt. Das ist nicht unser Hauptjob. Und beispielsweise, wir haben bei Puddle, weil wir es halt on-set erst geprobt haben und die Texte zur Verfügung gestellt haben, hatten wir so 10 bis 15 Takes für eine Person genommen. Das nimmt dann halt wieder eine Stunde Arbeit. Hier hatten wir vielleicht 5 Takes, halbe Stunde, und dann waren wir halt immer schneller fertig und war halt besser getaktet alles. Ja, das haben wir von Puddle halt mitgenommen, dass das schlecht von uns war, wie wir das geplant haben, on-set und auch Preparation, Pre-Work. Und das wollten wir unbedingt verändern. Und jetzt, Unlade Dilnan, zu eurem Hauptcast gehören ja 3 Namen. Ne? Das habe ich bei euch auf dem Poster gesehen. Und da waren die 3 Namen da. Einmal Presh, Ananda und Tanu. Ne? Und das war schon interessant, weil man kennt sie so aus Social Media. Ne? Auch schauspielerische Leistungen hier und da hat man schon was gesehen. Und das ist schon interessant, wie die jetzt bei deinem Film mitwirken. Bei eurem Film mitwirken. Und was ist eure Erfahrung mit den 3? Also, wie du schon vorher angesprochen hast, wir haben ja gecastet, so. Aber bei Presh muss man sagen, als wir schon angefangen haben zu schreiben über den Film, so haben wir ihn so ein bisschen im Hinterkopf gehabt. Aber wir hatten so. Wir kannten den. Persönlich kannten wir ihn gar nicht zu dem Zeitpunkt. Genau. Nur so, so oberflächlich über Insta. So Social Media. So wie, ja, so genau. Wie alle ihn so. Genau. So. Social genau. Media hier und da. Social Media, man hatte so ihn. Wir hatten so, weiß nicht, so ein paar Tage vorher einfach so ein bisschen was von ihm gesehen und dann ist das so direkt so im Kopf hängen geblieben. Ja, so ein bisschen. Und dann haben wir über die Geschichte geredet und dann haben wir so gesagt, ey, Presh würde ganz gut zu der Rolle passen. Aber wir haben uns jetzt nichts daraus gebildet. Wir haben einfach nur gesagt, ey, der würde gut zur Rolle passen. Haben ihn gleichzeitig, während wir geschrieben haben, haben wir ihn immer in der Rolle so gehabt, so im Kopf. Und dann, ja, dann ging das so weiter. Und bei Presh war das dann so, wir hatten ihn angefragt. Bei ihm war das etwas anders, weil er hatte sozusagen, also gehört zu einer kleinen Gruppe von Schauspielern. Hat auch so einen Mentor gehabt und so einen Manager mäßig, so, ne? also zu so einer Agentur. Und das lief dann darüber so etwas und ja. Also habt ihr die Story, das Drehbuch dahin geschickt, die hat, und die haben sich das angeschaut genau. Wahrscheinlich. Kleine Zusammenfassung haben. Aber ist doch schön, da gab es ja wahrscheinlich schon mal das erste Feedback auf professioneller Seite auch schon, ne? Das war ja auch bestimmt interessant. Ja, das war auch was komplett Neues, also neue Erfahrung für uns, ne? Weil dann haben wir nochmal, weil sonst hieß es immer so, bei Puddle zum Beispiel so, ihr habt die Geschichte gehört, es war gut und fertig ist, aber da war es so mäßig, ist die Geschichte gut genug, sollte ich das machen oder nicht? Das war schon etwas anspruchsvoller, sage ich mal. Und Presh war sehr zufrieden und wollte uns erstmal kennenlernen. Und hat die Geschichte dann gehört und hat das Projekt abgesegnet. Also hat gesagt, er wird gerne ein Teil davon sein. Und so war es mit ihm. Ich kann dann noch kurz was zu Ananda sagen. Genau, da haben wir auch gecastet. Man muss sagen, hier in Deutschland ist es immer noch schwer, weibliche Rollen für Shortfilme, Musikvideos zu finden. Ja. Da gibt es immer noch diese Hemmungen, was denkt die Gesellschaft etc. Und wir hatten auch wieder das Problem, bei Puzzle haben wir auch weibliche Rollen gesucht, war auch sehr schwierig. Dann kam es über, ja, am Ende doch eine Freundin kam und hat bei uns mitgespielt. Die Rolle als Polizeigehilfin von dir? Genau. Die Rolle von Maya. Von? Maya, die Schwester von dem Kumpel. Dann. Ah ja, stimmt. Genau, ja, das waren beide dann bekannte Freunde halt. Und hier haben wir dann über Social Media ein paar Leute gesucht, haben wir aktiv geschrieben. Wir hatten auch die Schwierigkeit, dass wir den Film ziemlich undercover gemacht haben. Ne? Wir wollten nicht, Corona-Zeit. Dass Leute, genau, keiner sollte was mitkriegen. Deshalb haben wir auch keine öffentliche Anzeige gestellt, sondern haben wir Leute aktiv angeschrieben. Und da haben wir auch ein Casting gemacht. Da hat sich leider so ergeben, dass eine Person, die zugesagt hatte, dann abgesprungen ist. Da hatten wir kreative Differenzen. Ne? Die hat sich das anders vorgestellt. Wir haben uns das ein bisschen anders vorgestellt. Ist auch nicht so schlimm. Und dann haben gesagt, okay, aber hatte andere Meinung dazu. Und dann haben wir gesagt, okay, dann haben wir nochmal weitergesucht. Dann mussten wir nochmal suchen an der Brettchenwand. Und dann hatte ich Thanos Musikvideo Kultipisase gesehen. Das war mit Ananda zusammen. So real. Genau, so real-mäßig. Und dachte mir, okay, die hat so ein bisschen Mimik, Gestik, warte, vielleicht Talente, Papa, haben wir die angefragt, sie so, ja klar,
ist ihr Traum, möchte gerne mal sowas machen. Super, hat dann gepasst so. Und dann kam sie zum Casting und dann hat sie uns überzeugt. Haben gesagt, okay, da ist Potenzial drin, definitiv. Und haben ihr die Rolle dann auch gegeben und sie hat es da auch dankend angenommen. Und das war dann so mit Arnon da. Bei Tanu war das eher so, er steht schon so, ja, bei uns so in Kontakt. Wir kennen ihn schon privat und ihn auch sehr gut, mich auch so flüchtig. Und er hat uns selber schon immer angesprochen, ey, oder Chance denn da, oder Chance denn da, oder keiner geholt hat, bla bla bla. Also er hat immer, ey, wenn ihr irgendwas ganz Kleines habt, dann ruft mich direkt, weil er ist auch sehr Cinema interessiert und das will auch sehr viel machen, singt, tanzt und ja, versucht auch seinen Teil so beizutragen. Und ja, dann dachten wir, komm, ey, der fragt dich jedes Mal, wenn wir denen jetzt nichts geben, dann keine Ahnung. Ja. Dann ist er uns ganz böse und natürlich muss es auch passen. Ne? Wir haben uns aber auch sehr gut, konnten uns Tanu sehr, sehr gut in die Rolle auch vorstellen. Ja. Und jetzt ist der Film fertig, richtig? Ja. Alles fertig gedreht, Final Patchworks. Konnte ich bin im Small Sound. So ganz wenig. Problems, also Patchworks, aber, wenn dann ganz, ja, ganz, ganz, ganz kleine Sachen. Wie viele Shooting Days hattet ihr? 5 mit Schauspielern und dann haben wir auch viele Sachen ohne Schauspielern gedreht. So Patchworks halt. Patchworks-mäßig, ja, aber ohne zu spoilern, ja. Ja, schön. Und jetzt habt ihr euch die Endversion schon angeschaut? Ja. Vor circa 1,5 Monaten. Das haben wir bei Puzzle auch gemacht. Wenn wir fertig sind, haben wir 3 uns hingesetzt, versucht, den Film mal zu sehen, als wäre es nicht unser Film. Das neutral, schon sehr schwer. Haben wir versucht, das zu reviewen und zu gucken, okay, was gut, was schlecht. Das gleiche haben wir hier auch bei UN gemacht und ja, dann kamen so ein paar Sachen raus, was gut war, was auch wir kritisiert haben, wo wir uns noch mal verbessern müssen. Aber mal sehen, was die Zuschauer dann sagen. Ja. Und die Musik für den Film hat jetzt auch wieder Selojan gemacht, richtig? Richtig. Ja. Halt, man wurde ja schon bei Puzzle schon gut gepriesen, ne? Die Musik, auf jeden Fall. Also das war einer der Punkte, also so in der Resonanz, was so am besten ausgefallen ist, auch mit am besten, also mit Sujis Kamera auf jeden Fall. Auch seine Musik war sehr, sehr gut und wir halten auch sehr viel von ihm. Er ist ja auch mittlerweile schon etwas bekannter, hat auch einen guten Hit geliefert oder mehrere Hits. Und Nankulikapuran hat er auch gemacht. Genau, Nankulikapuran hat er gemacht und ja, ist jetzt nicht so ganz so unbekannt. Mit ihm zu arbeiten ist auch sehr, sehr angenehm, sehr leicht, weil er ist total kreativ. Also, ja, und wir verstehen uns sehr gut. Also das ist wieder das Wichtige. Wir verstehen uns einfach super mit ihm. Ja, dieses Team zu finden, ne? Ja, darüber, das ist echt egal, sehr wichtig. Egal was für eine Frage, was für ein Thema. Im Cinema immer, jedes Mal kommt man auf den Punkt zurück, okay, das richtige Team finden und kann man mit den Leuten arbeiten oder ja, weil... Das Wichtige ist auch, dazu gehören nicht nur so die technischen Aspekte, sondern auch die Schauspieler. Unsere 3 Schauspieler, die ziehen halt auch ganz halt mit, glauben an das Projekt. Glauben an uns, wir glauben an die. Also dieses Gegenseitige, dass man daran glaubt, dass man an die andere Person glaubt, an das Talent glaubt, das ist sehr, sehr wichtig. Weil wenn du sowas zu spüren bekommst, dann arbeitest du auch viel besser mit denen zusammen und machst es auch, es müsste ja auch Spaß machen, ne, letztendlich. Ja, klar. Sonst sieht das Produkt am Ende auch nicht so schön aus, wie es sein soll. Und wie geht's weiter nach Unerdetil Nahen? Erstmal Premiere, denke ich mal, ne? Wieder Kinopremiere. Ja. Können wir sagen, oder? Kann man sagen. Ja, also wir haben uns als Ziel gesetzt, uns den Film erstmal anzugucken, wie er gesagt hat. Uns wirklich zu sehen, neutral zu sehen, ob der Film wirklich was taugt und auch für die Leinwand gedacht ist. Und ja, das war dann, die Entscheidung haben wir dann getroffen, dass auf jeden Fall sich gelohnt hat und sich auch im Kino lohnen wird, dass wir das zeigen wollen, auf jeden Fall. Ja, ist doch gut, das ist doch schön. Das ist eine Kinopremiere geplant. Nach Puddel wieder. Und, das Problem ist auch, wir haben halt einen Riesendruck nach Puddel. Es heißt jetzt nicht, wann kommt euer Film raus, sondern es heißt jetzt immer, wann können wir den im Kino sehen. Es heißt nicht mehr, wann kommt der YouTube oder ja, so. Wir wollen den jetzt im Kino sehen. Ja, ihr habt jetzt so ein kleines Benchmark gesetzt mit Kino-Release und sowas. Und ich glaube, das ist doch was Schönes. Ja, das ist ein Shortfilm, im Kino rauskommt und da kommen auch Leute, Freunde und mehr wie Freunde, Bekannte.
200 Leute ist schon eine Nummer. Ja. Ist schon eine Hausnummer, ne? Für einen Short, also für einen Shortfilm zu filmen oder was auch immer. Das ist ja irgendwas dazwischen. Ja. Wie kam eigentlich Unendet den Laden zustande? Woher kam die Idee? Und ja, was mir aufgefallen ist, Sven, ja? Du bist ja ein Thriller-Fan. Oder ihr seid wir beide. Beide seid Thriller-Fan, ja, ne? Ja. Und Unendet den Laden hatte ja so ein bisschen Romance-Vibes. Aber da ist trotzdem wahrscheinlich viel Thriller drin, denke ich mal. Aber ja, ich sehe schon an eurem Gesichtsausdruck, dass ihr nicht viel verraten wollt. Wir können nicht spoilern, ist ja klar. Ein paar Sachen, die Sven Sandus machen, werden vielleicht da sein. Wir haben ein paar Sachen Neues versucht. Ob es gut ist oder schlecht ist, das müssen die Zuschauer am Ende entscheiden. Wir können nicht sagen, heißt ja nichts. Kadesila Audience, Arasi, okay, Padam Sumaradan Pudr war viel besser. Dann ja. Bringt unser Wort nichts. Ja, wir haben unser Bestes gegeben zu dem Zeitpunkt, was unser Können, unser Cinema-Wissen so hatten, haben wir gemacht. Und Pabam. Wie es auch zustande gekommen ist, es war sogar vor dem Pudr-Release, also mitten im Pudr, haben wir angefangen, weil wir wussten, es zieht sich die ganze Zeit und es war ja auch Corona. Es zieht sich zu sehr gerade und anstatt jetzt einfach so zu warten, bis Corona jetzt weg ist und dass wir nichts tun, haben wir gedacht, okay, wir können vielleicht was Neues anfangen. Und ja, haben wir angefangen, uns was zu überlegen. Dann haben wir angefangen zu schreiben, eine kleine Idee. Das fängt meistens bei uns immer so an mit einem kleinen One-Liner. So arbeiten wir eigentlich sehr oft, dass wir so einen kleinen One-Liner haben und den arbeiten wir dann aus zusammen. Schön. Und dann wurde aus einem One-Liner wurden Szenen, dann ein Drehbuch. Genau. Und dann haben wir immer weitergeschrieben und dann hattet ihr das finale Skript fertig. Getroffen oder telefoniert und immer wieder einen Punkt hinzu ergänzt oder weggeschrieben und dann kam das Ganze zustande. Und dann hatten wir auch einen Kick-Off-Termin gehabt mit dem ganzen Cast und Make-up-Artist gehabt, wo wir denen diese Geschichte nochmal ausführlich, von Anfang bis Ende, jeden Punkt, jeden Komma, den nochmal auch vorgespielt haben teilweise und nochmal erzählt haben. Und das kam bei denen auch gut an. Gut, wir sind ja nicht alleine heute hier, ne? Wir haben ja noch einen besonderen Gast da, jemanden von deinem Cast. Ananda ist hier und sollen wir die mal gerne zu uns rufen? Ja, ja, Ananda, du kannst gerne zu uns kommen jetzt. Ananda, willkommen bei Cineverse, beim ersten Video. Du bist auch dabei, freut uns auf jeden Fall. Danke, dass ich hier sein darf. Mein Name ist Ananda, ich bin Tänzerin und Model. Und ich habe zum ersten Mal jetzt einen Shortfilm gedreht mit SR Productions. Und ich freue mich auch, hier zu sein mit euch. Ja, cool. Man kennt dich ja von, du hast bei deinem Instagram-Profil, hast ja ganz viele Reels schon gedreht. Die wurden ja auch geteilt von sehr coolen VIPs. Marvin hat dein Video geteilt, habe ich gesehen. Ne? Ja, also er hat das, also er hatte dieses mir dann Tanzvideo, glaub geschrieben ich, ne? gehabt. Geschrieben gehabt. Oder Ranjit hatte ja auch zu dem Video von Neo Olli hat er auch zurückgeschrieben. Deswegen ging das ja schon durch die Runde. Und das ist ja schon was Cooles auf jeden Fall, dass so viele Leute auf deine Videos, auf deine Tanzvideos aufmerksam wurden. Und jetzt hast du Tanzvideos gemacht. Und dann hast du auch auf Videosongs, warst du auch schon dabei? Ja, also damals. Richtige Videosongs? Ja, also jetzt mache ich das halt nicht mehr, aber, ja, aber auch das schon. Ist jetzt nicht so mein Ziel, würde ja, ich sagen. Ja. Aber jetzt ist die nächste Etappe ja schon genau, Shortfilm, Filme. Ja, und das war halt mit Sven und Santos war das so ein riesengroßer Schritt, das jetzt anzufangen. Und mir hat dieser Schritt auch gefallen. Und deshalb würde ich diesen Weg auch weitergehen gerne. Also das gefällt dir, also du würdest gerne Schauspielerin weiter so, also ja, weiter genau. Schauspielern wollen, ja? Ja, das wäre so mein nächster Schritt. Gut, aber die Frage ist ja, die kamen ja auf dich zu und haben dich ja gefragt, ne, die Rolle zu haben. Hattest du dich denn nicht vorher dann schon darüber Gedanken gemacht, Schauspielerin zu werden? Oder hat das dann, oder hast du die Schauspielerin in dir jetzt durch den Shortfilm entdeckt? Also ehrlich gesagt war das schon immer so mein Traum gewesen. Ja. Also ich liebe es, vor der Kamera zu stehen. Ja. Und zu Schauspielern habe ich es auch immer gemocht. Und als dann Sven hatte mich angeschrieben und als ich dann die Nachricht gehört habe, war ich erstmal so voll nervös. Ich wusste nicht, wie ich, also das war ja das erste Mal, weißt du? Und das war so, soll ich das jetzt machen oder soll ich das nicht machen? Aber im Endeffekt dachte ich, ja, das ist mein Traum und ich muss so
irgendwann muss man anfangen. Mich selbst auch herausfordern mit anderen Sachen. Also ich habe jetzt getanzt und gemodelt und ich wollte halt einen Schritt weiter gehen auch. Mhm. Und ich dachte halt, das wäre so meine Chance, so aus mir herauszukommen, mehr von mir zu zeigen und auch zu zeigen, was ich so drauf habe. Mhm. Ja. Schön. Wie war es am ersten Tag mit Sven und Santosch? Am ersten Tag? Meinst du beim Casting? Beim Casting und Dreh. Ja, Casting ist auch schon interessant. Boah, Casting, ich glaube, wir sind auch ganz weit gefahren erstmal. Ja. Und dann dachte ich, ich wusste erstmal gar nicht, dass wir so ein Casting machen. Also, dass das wirklich Richtiges, professionelles Casting. Mit Fotoshooting, Standbildern und sowas. Ach, krass, habt ihr auch Fotoshoots schon? Ja, genau. Schon. Damit man so schauen kann, ob die Chemie so stimmt, ne, mit Fresh. Also im Endeffekt hat das ganz gut geklappt, aber ich würde von mir aus behaupten, ich hätte eigentlich besser machen können. Aber ich war zu dem Zeitpunkt so nervös, weil alle saßen da auf der Couch und das war halt voll, keine Ahnung, ich konnte nicht das Beste aus mir herausholen, aber ich hoffe, die haben trotzdem gemerkt, dass ich da irgendwie das möchte unbedingt und dass ich auch das Beste rausholen werde. Aber das war nicht das First-Look-Poster, war das das? Nein, das war später. Wir haben einmal einen Testshoot gemacht, ob sie die Rolle von der Person in dem Film spielen kann. Ja. Den Namen will ich jetzt nicht revieren. Und da war auch Abini war da, unser Make-up-Artist. Und sie hatte sie auch schon geschminkt, Test-Make-up gehabt, um zu sehen, passt sie auch da rein. Mit dem Look. Den Look vom Film plus auch Peer und wie das aussehen könnte, auch ein paar Sachen nachgespielt. Und da hat sich das so ergeben, okay, passt, da ist Potenzial drin, da kann man auf jeden Fall. So. Und was ist dir lieber, Tänzerin? Was ist einfacher, eine Tanzchoreo zu lernen oder Dialoge oder eine Szene zu spielen? Boah, ich finde, das kann man gar nicht vergleichen. Also im Gegensatz zu meinen Tanzshootings, also das ist ja so eine Sache von innerhalb 2-3 Stunden. Also ich mache eine Choreo, mache ein Tanzvideo und fertig. Und das bin halt ich immer, ne? Und bei einem Film ist das so, du bist einfach jemand anderes. Du versetzt dich in eine Rolle. Ja, stimmt, ja. Und du bist dann diese Rolle. Du bist nicht mal Ananda, du bist einfach diese Rolle. Und das ist was ganz anderes, finde ich. Also das ist, das gefällt mir auch. Das gefällt mir sogar einen Ticken mehr. Ja. Aber, Wie war es mit Dialogen, sich zu merken und so? Das ging gut? Oder hattest du da schon Schwierigkeiten gehabt oder sowas? Also wir hatten so ein Skript, aber wir mussten uns nicht genau an diese Wörter so halten. Ach also so, okay. Wenn du halt in dieser Rolle bist, dann weißt du ungefähr, was du so immer sagen musst, wie du dich in dieser Lage fühlst, was du eigentlich so sagen würdest zu diesem Zeitpunkt. Deshalb, also wir haben auch so oft geprobt und so, und deshalb konnte das eigentlich gar nicht schief gehen. Hier, ich habe gerade eben mitbekommen, dass du bei den Proben nicht dabei warst. Das heißt, du warst nur beim Casting dabei. Und dann hast du die Schauspieler direkt am Set getroffen, weil Santosch die Proben übernommen hat. Das war doch auch bestimmt ziemlich ein krasser Unterschied auch für dich. Wir sind ja 3 Leute hier bei SR Productions und wie Santosch ganz am Anfang mal erwähnt hatte, wir ergänzen uns. Santosch ist, kann ich klar sagen, der bessere Schauspieler von uns beiden. Ich mache es immer grob vor, wenn die Actors da sind. Und dann rufe ich Santosch, komm mal her, mach das mal mit ihr nach oder mit ihm nach. Und dann macht er es wirklich perfekt. Der spielt diese Rolle nochmal vor den Schauspielern. Und ich mache meist diese strenge organisatorische Plan und so. Kommt von mir und auch dieses Screen. Und wenn der halt Schauspieler, gucke ich on Screen, ob das passt. Also mit Tsuji halt nochmal. Ne? Er ist halt der Kameramann, der ist das komplette Setup. Wir sagen denen, das brauchen wir. So muss das Screen aussehen. Das Lighting brauchen wir. Der weiß schon, okay, das muss ich holen. Und dann wechseln wir uns auch immer ab. Er guckt auch auf Screen, ich gucke auf Screen. Dann gucken wir, ob der Frame passt oder nicht passt. Und so ergänzen wir uns. So passt das auch. Jeder hat so sein Department, würde ich sagen. Er ist wirklich der Kalender. Er ist so der Kalender und der so vorne und oben steht und alles zusammenschweißt. Und ich bin so hinten, der so ein bisschen so die kreativen Ideen gibt und so mit den Schauspielern so die Nähe sucht. Bisschen die Interaktion, genau. Du warst ja bei den Proben auch dabei und du hattest ja eben schon erzählt, was für ein Unterschied das war, bei der Probe dabei zu sein und dann beim Real Shoot, richtig? Also der Unterschied ist halt sehr krass zu sehen, also bei der ersten Probe, wie wenig wir alle konnten, also vor allem ich, das war ja mein erstes Mal so zu Schauspielern.
Und nach und nach, also Santosh hat mich auch gecoacht und dann habe ich auch mit Presh geschauspielert und er hat mir auch sehr viel beigebracht. Und ich habe halt jedes Mal bei jeder Probe immer dazu gelernt und ich habe auch selber so bei mir gemerkt, dass du immer besser wurde. Ich werde diese Rolle. Ach so, ja. Also genau, ich werde diese Person. Ja. Und am Ende dachte ich mir, also wir waren halt im Shooting-Spot und dachte ich mir so, ja, ich bin diese Rolle und ich direkt, wenn man gesagt hat, ja, Action, ich konnte diese Rolle einfach, weil ich in dieser Rolle, weil ich einfach diese Person war, genau. Also wir können das nur bestätigen. Wir hatten keine Anlaufschwierigkeiten mit den Schauspielern, so zumindest. Also wenn wir Action gesagt haben, dann waren die drin. Also es war auch sehr krass, so im Screen das zu sehen. Es war eine andere Erfahrung zu unserem anderen Film. Zu Pudeli jetzt war das schon ein sehr großer Kontrast, weil wir mussten da nicht mehr viel fädeln. Also die waren drin und du hast die beiden Charaktere gesehen, nicht mehr Ananda Presh und Tanu. Ich glaube auch, was diesen Film, also meine Erwartung zu diesem Film ist, also, auch bei Pudel war es ja mehr so ein Investigation-Thing. Das heißt, man wollte als Zuschauer nur eigentlich so wissen, okay, was ist passiert, wer hat ihn umgebracht. Und man war halt auf der Spur. Aber hier habe ich das Gefühl, dass es sehr viel Performance-oriented ist. Ja. Und das ist, glaube ich, dann auch das Spannende dann, was die drei dann wirklich auf der Leinwand rausgezaubert haben und was ihr aus denen auch rausgeholt habt. Und ich glaube, das wird ein tolles Zusammenspiel. Und dann noch dieser Thriller-Faktor von Sven und Santosh, der dabei ist. Also ich glaube auch, also insgesamt kann man auch sagen, wir waren ein richtig gutes Team. Also alle, also nicht nur hier Sven und Santosh, die ganzen Schauspieler, Suji, alle, die auch hinter der Kamera waren. Also Madhu, Menu, die haben Sounddesigner gespielt. Mhm. Die Rollen haben wir damals bei Pudel gemacht. Mhm. Aber dann war es halt schwierig, weil einer muss die Tonlänge halten, der andere guckt Kamera. Das war sehr schwer. Dann haben wir diesmal halt auch nochmal Fotografen nochmal besorgt, die halt so Stills machen. Mhm. Twer, Freeze-Clicks. So, sein Bruder war da für Lighting, weil der war Lightmaster. Da hatten wir Madhu Menu, die haben halt uns geholfen, den Ton aufzunehmen. Dann hatten wir Make-up-Artist Abhini, die war immer am Set. Auch bei den Vorbesprechungen hat die uns viel geholfen. Und so hat das so zusammengepasst, dass jeder sein... Das Team war echt... Jeder hat gearbeitet, als wäre es wirklich, also klar, wie ist für einen Film, wie für einen richtigen Film habt ihr jetzt gearbeitet. Und das ist gut. Das ist unser Projekt, wir müssen alle unser Bestes geben. Und ich werde so Opfer bringen dafür, ich werde alles dafür tun. Und das haben wir halt gespürt und deswegen waren wir so motiviert und haben gesagt, wir gehen nicht runter von der Qualität, wir versuchen, auch wenn wir 20 Takes brauchen, wir machen das beim 21. Jetzt zieht das durch, ja. Ja, mit dem richtigen Team kann man das auch durchziehen. Ja, also jeder hat sein 100% immer gegeben und wir standen auch da stundenlang und keiner hat irgendwie gemeckert oder so, alle waren geduldig und wir haben ja auch ein paar Tage geshootet und das war auch so, das hat auch Spaß gemacht, wir waren nicht so in einem Zeitpunkt, wo wir gesagt haben, boah, nee, kein Bock mehr, aber wir waren so, als wären wir so eine Familie und ja. Ja, das bringt auch Leute zusammen, ne? Das schweißt auch Leute zusammen. Ich würde gerne noch einen Punkt sagen. Wir sind bei Pudel mehrmals auf Deutsch gesagt auf die Fresse gefallen. Wir sind, glaube ich, 12-mal irgendwie, haben wir uns irgendwie verpokert, irgendwas ist schief gegangen, unerwartet irgendwas passiert. Dann sind wir 13 Mal aufgestanden und haben den Film irgendwann rausgebracht. Hier ist es einmal passiert, also mir einmal ziemlich abgerutscht. Die Planung ging ein bisschen schief beim Shooting. Und dann dachten wir schon, okay, vielleicht ist das ein Step zu hoch, weil das ist wieder vielleicht zu viel erwartet, weil wir waren halt noch nicht mit Pudel fertig und haben den neuen Film angefangen. Vielleicht haben wir uns zu viel, zu früh alles vorgenommen und war ein emotionaler Abend, wo halt auch Presh gesagt hat, das ist was, das hat Qualität, wir müssen dranbleiben, wir müssen weiterarbeiten. Dann auch das ganze Team hat gesagt, ach, es passiert halt. Ich möchte nicht sagen, was das war, aber es ist was vorgefallen und dann haben wir gesagt, komm, wir müssen weiterarbeiten. Dann haben wir uns, glaube ich, 2 Monate später haben wir uns nochmal getroffen zum nächsten Shooting. Und dann war es die beste Entscheidung, weil dann ist der Film noch besser geworden als das, was wir vorher geplant hatten. Also alles hat seinen Grund. Genau. Ja, ja. Das ist alles Schicksal. Richtig. Gut. Jetzt ist der Film endlich zu Ende und wartet auf seinen Release. Wann ist der Release geplant? Wir haben noch ein paar Sachen vor. Wir wollen viele Leute mit dem Film erreichen.
und hoffen, dass auch viele uns supporten, viele ins Kino kommen oder online anschauen. Ja, wir werden es früh genug bekannt geben in den Social Media Kanälen. Man kann mit Ende des Jahres rechnen. Gut. Und Shortfilme, es bleibt nicht nur bei Shortfilmen, das kann auch mal wieder ein Future-Film werden oder ein Shortfilm, da seid ihr offen, oder? Da sind wir eigentlich offen, ja. Weil so, wofür eigentlich wir stehen, wir wollen wirklich mehr erreichen als nur, dass wir einen Film drehen, Spaß haben und es ist vorbei, sondern wir versuchen auch andere Leute anzureizen, weil wir wollen einfach einen deutschen Markt haben. Wir würden beide gerne, oder unser Team, wir alle würden gerne einfach mal so hören, ey, Team Y hat einen Shortfilm gedreht, die machen eine Kinopremiere. Also so eine richtige Community aufbauen. Genau. Industriemäßig, halt genau. Viele Filmleute. Plattform für Leute, genau. Tamilische Leute in Deutschland, die Shortfilme drehen, weil das ist einfach eine Lücke. Und wir wollen diese Lücke füllen oder wollen so ein Anreiter sein dafür, dass wir versuchen, dass sowas entsteht. Und das ist eigentlich so unser Traum, dass dann dass wir viele Shortfilme aus Deutschland dann sehen können. Zum Beispiel, wenn einer woanders mitspielt oder sie selber was macht. Oder sie selber Regie führt, wer weiß. Ja, wer weiß. Das wäre das ist halt ein sehr großes Ziel von uns. Ja, ich glaube, das ist echt cool, weil ich glaube, es gibt da draußen viele Leute, die einfach Interesse haben. Über die Jahre. Es muss ja nicht nur Film sein, es kann auch tanzen sein, singen sein oder auch jemand, ich kenne jemanden, der schreibt Lyrics, ruft mich immer an und dann schickt er mir Lyrics und ich so, ey, die sind gut, dann geh damit öffentlich, ne? Aber die machen alle so andere Sachen und jeder ist halt alleine, so jeder führt seinen einzelnen Kampf. Aber wenn wir diesen Kampf dann zusammenführen, dann ist es ja gar nicht so schwierig vielleicht. Und wenn alle zusammenkommen, ne, und dann sagen, okay, dass man einfach eine Plattform hat, okay, hier gibt es eine Plattform, hier gibt es schon Leute, die sowas gemacht haben und dass das dann immer größer und größer wird, ne? Und ich glaube, das wäre schön. Also viele trauen sich auch einfach gar nicht. Ja, wollte ich auch gerade sagen. Wenn man dann so mit solchen Videos dann entgegenkommt, dann tut man sich auch zusammen und jeder braucht eine Leiter, wo er halt rüberklettern kann. Zum Beispiel, meine war er. So durch Sven habe ich zum Beispiel so meinen Traum verwirklicht, weil ich dachte immer, das ist unmöglich, hier was zu machen. Er hat mir hochgeholfen und wir zusammen haben ihr hochgeholfen oder Sunti auch. Und vielleicht warum nicht noch mehrere hundert Leute und dann können wir uns hoffentlich irgendwann andere Interviews von anderen Leuten angucken und auch andere Filme. Ja, dass Content immer weiter Content produziert wird und die Qualität wird auch immer besser. Und dass wir hier wirklich eine Community haben, ne? Das wäre echt cool. Also sowas wie in Indien, Hollywood, auch hier in Europa aufzubauen Das ist schon eine Hausnummer. Ja, das wäre schon cool. Wieso nicht? Vielleicht passiert das ja irgendwann. Ne, dass die Qualität steigt und alles, Also das Potenzial haben die Leute aus Europa aber Wie du schon gesagt hast, es ist halt auch das größte Problem, was ich auch sehe, ist halt die Angst nicht zu scheitern, sondern halt das normale Leben auch wieder abzugeben. Weil man muss auch sagen, wenn man hier in dieser Welt drin ist, muss man auch sehr viele Opfer bringen. Zeittechnisch, geldtechnisch, karrieretechnisch und auch familiärisch. Ne, man hat nicht immer Zeit für alles. Ne, und diesen Weg muss man halt gehen, aber das ist halt jedes Mal so. Wenn du was haben willst, musst du halt dafür auch was machen. Und in der Mediawelt ist es halt so, klar, es gibt natürlich die andere Seite, ne? Man lernt was, man geht arbeiten, 8 Stunden, hat seinen Job, man verdient Geld, man kommt nach Hause, alles ist gut. Oder man geht halt diesen Weg, ne? Und so ein Zwischending geht auch. Manchmal klappt es, manchmal klappt es nicht. Aber wenn man halt hier rein will, muss man halt auch, ne? Das könnt ihr, glaube ich, auch bestätigen, die Zeit schon investieren. Aber ja, dafür seid ihr ja hier, einfach den Leuten da draußen Mut zu machen. Investiert die Zeit. Wir haben mit vielen Leuten gesprochen, die auch Filme machen möchten. Ja. Dem wir auch so wie eine Art Vorbildfunktion waren, die gesagt haben, es wäre interessant, voll cool, mit Kino und so auch cool, wie macht ihr das, wie macht ihr Poster etc. Und es macht doch Spaß, mit den Leuten zu reden und denen irgendwie Infos oder das, was wir gelernt haben, denen weiterzugehen. Guck mal, wir haben das so gemacht. Ja, wir haben auch ein paar Sachen von einem Modogan gelernt, einem Freund von uns aus Dortmund. Ja, hat ja auch einen Shortfilm gemacht. Genau, namens Vidi. Ja, gibt's auch auf YouTube zu sehen, ne? Auf YouTube zu sehen, schaut euch den an. Also von Qualität ist das 1A. Also noch was Besseres haben wir noch nie in Deutschland gesehen. Und er hat uns auch ein bisschen geholfen. Der hat uns auch diese Idee gegeben. Ein Kinorelease ist eigentlich
möglich. Also es ist nicht so weit weg, weil der hat seinen Film auch im Kino gezeigt, seine Premiere gehabt. Und das haben wir auch dann so entnommen, ey, er hat es geschafft. Also es ist nicht so weit weg, vielleicht sollten wir das auch mal versuchen. Dann haben wir das auch im Kino gemacht. Mhm. Und wir haben jetzt auch bei der Puzzle-Premiere gesagt, viele haben immer diesen Traum, was zu malen, Sarich zu verkaufen, mhm, irgendwelche Dienstleistungen anzubieten, Filme zu machen, Musik zu machen, zu singen oder sonst was. Aber die haben das immer als Traum. Ja, ich möchte gerne. Ja, was heißt denn, ich möchte gerne? Ja, machst du es? Nein. Aber ich möchte gerne. Ja, wann machst du es denn? Ja. Weiß ich noch nicht. Ich habe keine Zeit. Wieso hast du denn keine Zeit? Ja. Jeder hat am Tag mindestens eine Stunde, wo der Netflix oder Fernseher guckt oder am Handy ist. Zumindest auf dem Handy ist er immer. Ja, ja. So, auf dem Handy Social ist man Media. Ja immer. Genau. Wenn du diese Stunde wegnimmst und ein Lied schreibst, deine Dienstleistung weiterbildest, irgendwas, was du machen möchtest, eine Zeichnung machst oder sonst was, dann kommst du immer weiter. Aber viele machen diesen Schritt nicht und dann bereuen die das irgendwann. Mhm. Wenn es zu spät ist, ist es zu spät. Du musst, wenn du den Traum hast, musst du dafür kämpfen. Ja. Weil keiner, wir wollen Filme machen, keiner gibt den fertigen Film. Hier ist der Film, schreibt den Namen von euch, gut ist. Das passiert nicht. Ihr müsst selber dann gewählt es ja. Dann gewählt es ja, genau. Und das Universum, Danusch hat das mal gesagt, wenn man was werden will, dann muss man das, man muss es auch wollen. Ja. Und man muss es sich 100 Mal im Kopf sagen und irgendwann passiert das. Ja, nicht nur wollen und sagen, man muss den Schritt machen. Genau, man muss den Schritt auch dahin machen, aber schon in die Richtung halt. Ne? Und alles, und dann, ich glaube, dann passieren schon einige Sachen, die passieren sollen. Das ist so meine Meinung. Klar, also, wenn man es versucht und das ist nicht so, wie es werden sollte, dann, okay, dann hast du es versucht. Aber man lernt ja auch daraus. Genau. Das ist ja okay, genau, ist ja eine Erfahrung. Man hat aber Leute kennengelernt und sowas. Und vernetzt sein ist auch wichtig in dieser Welt gerade. Die richtigen Leute am richtigen Ort zu treffen, ist auch wichtig. Sehr wichtig. Ananda, nach dem Film, Shooting Ende, alles ist vorbei. Was war so die größte Lehre, die du mitgenommen hast? Die größte Lehre, die ich mitgenommen habe, ist, also ich habe selber viel über mich gelernt, dass ich auch über meine Grenzen kommen kann und dass ich viel mehr kann, also als gestern. Also dass man immer mehr machen kann, man lernt immer aus allem. Und ich habe auch bei mir selber gemerkt, okay, wenn ich das schaffe, dann ist mein nächstes Ziel, weiteren Film zu machen, einen besseren Film vielleicht zu machen oder einen größeren Film vielleicht zu machen. Und das ist halt immer so ein Meilenstein für mich gewesen. Also das ist zum Beispiel mein erster Meilenstein. Und danach werde ich immer versuchen, immer viel mehr zu machen, mehr Reichweite zu bekommen, viel mehr, also näher an meinen Traum zu kommen. Du hast den Film noch nicht gesehen, haben die Jungs mir gesagt. Noch nicht, nein. Und was denkst du, wie er geworden ist? Also ich habe während des Shootings ein paar Szenen gesehen und da habe ich schon gemerkt, so, beim wow. Dubbing. Beim Dubbing, ja, Dubbing wahrscheinlich auch. Ja, genau, beim Dubbing habe ich auch ein paar Szenen gesehen, da dachte ich mir so, wow, was eine Qualität. Okay, und da hatten die aber noch nicht richtig zusammengeschnitten und editiert, oder? Genau. Ja. Sven hatte mir erzählt, dass er extra verschiedene Szenen genommen hat, damit ihr nicht seht, wie die Geschichte ist. Er will nicht mal, dass die Schauspieler wissen, was die Geschichte ist. Wir haben vorher gesagt, okay, die kriegen auch keine Vorpremiere oder sonst was. Die dürfen es auch im Kino erst sehen. Und damit die nicht schon den Film beim Dubbing sehen, haben wir den Film kreuz und quer denen zur Verfügung gestellt, um dieses Dubbing zu machen. Die haben zwar die Schnittversion so teilweise gesehen, aber nicht die richtige Reihenfolge des Films. Ich kenne quasi nur die Story, aber wie der Film im Endeffekt ist, habe ich keine Ahnung. Genau. Aber ich habe schon Erwartungen. Also es war auch Rohmaterial. Ja, Raw Footage hat sie gesehen. Die Aufnahme und dann Dreckschnitt. Genau. Ja, also dafür, dass wir alle unser Bestes gegeben haben, glaube ich schon, dass das insgesamt ganz gut sein wird. Und was sind so die nächsten Pläne von dir? Weitere Filme, Shortfilme? Ja, also es sind ein paar Projekte geplant. Shortfilme? Ja, bin ich mit euch. Aber würdest du nochmal mit denen arbeiten? Ja, ne? Ja, auf jeden Fall. Also die haben mir den Start so gegeben. Aber würdest du dann die Gage erhöhen nächstes Mal bei denen? Ja, natürlich. Siehst du? Wie teuer. Nein, Spaß beiseite. Also die haben mir den Start gegeben, die haben mir sehr viel geholfen und das werde ich auch niemals vergessen und dafür werde ich auch immer dankbar sein. Deswegen, also egal wie weit ich kommen würde, ich würde immer, wenn die mich anfragen würden, würde ich immer ja sagen. Das ist doch nett zu hören. genau, Ananda kam am Anfang
mit den wenigsten Erfahrungen, würde ich sagen. Von schauspielerisch. Von schauspielerisch, von drei Charakteren, die wir hatten. Und die hat aber am meisten gelernt, glaube ich. Also die anderen konnten schon was. Presh ist ja auch beruflich da unterwegs. Der Tano hatte ein bisschen Vorkenntnisse gehabt. Lustige Geschichten. Sie hat mir manchmal um 11, 12 Uhr Voice-Nachricht geschrieben. Ja, Sven, kann ich den Text so und so sagen? Oder kann ich das Wort wegstreichen und das Wort dafür ersetzen? Und da war ich schon irgendwo unterwegs, halbwegs am Schlafen. Am nächsten Morgen höre ich, denke so, was ist denn jetzt los? Und dann, sie war dann nachts über noch am Arbeiten wegen dem Film. Mhm. Sie hat sich dann mal weiterentwickeln, wollte auch noch besser werden. Und ja, das kann uns später keiner glauben, weil keiner dabei war. Aber vom ersten Tag, vom Kickoff-Termin oder wo wir sie zuerst mal getroffen haben, genau, Testshoot bis zum feinen Release oder zum, wo wir die feine Version gesehen haben, Weltenunterschied dazwischen, wirklich. Dass keiner glaubt uns, dass die eine Person innerhalb von, wir haben geprobt, glaube ich, 3 Monate später, 2,5 Monate später haben wir schon geshootet. Also das war auch eine kurze Zeit, sich vorzubereiten. Ein halbes Jahr oder ein Jahr oder so war es nicht. Das ist halt total ehrgeizig. Wenn du sagst, du kannst Schauspielern, dann zeig dir. Kriegst du erstmal so und dann zeigt dir das auch. Also es ist wirklich jetzt, sehr, sehr ehrgeizig. Jetzt sind die Erwartungen hochgeschraubt einander. Ja, also ich werde jeden sagen, da kann jeder erwarten, was er will. Also keiner wird er enttäuscht sein, weil manche sind echt sehr stolz darauf, was so. Darauf war ich zum Beispiel am meisten stolz, was ich am Ende gesehen habe von denen, was ich am Anfang, wenn ich das vergleiche, was sie da wirklich hingehauen haben, das war schon echt, echt Hut ab. Und auch, was sie bei ihr so gesehen haben, persönlich jetzt, auch ihren anderen Projekten haben wir auch so eine Entwicklung gesehen, eine große Entwicklungskurve. Zum Beispiel eine ganzen Reels oder Tanz- oder die Aganaga-Kampagne, ne? Die genau, in den ganzen Kinos. Kampagne von Ananda. Da siehst du halt die Mimik-Gestiken, die hat sie halt vielleicht bei uns auch so gelernt und es hat dadurch ist noch besser geworden in ihren privaten Videos, Tanzvideos oder anderen Corporations. Und das freut uns, dass wir ihr dann so eine Bahn gegeben haben, dass sie halt da auch nochmal sich weiterentwickeln konnte. Das ist so ein ganz kleiner Teil vielleicht irgendwann. Sie wird sich immer bessern. Also ich glaube, bei ihr wird kein Ende sein im Learning-Prozess, weil die ist richtig. Richtig ehrgeizig, ich will immer was Neues lernen und will immer besser sein als jeden, das ist auch ein Punkt. Merkt man auch hier an. Bodige Lehrer. Ja, das ist schon echt richtig gut. Also. Ja, wobei ich ja sagen muss, also auch wenn ich mal so gedacht habe, ja, okay, vielleicht geht es gerade nicht, waren auch Sven und Santos schon immer da und meinten so, hä, du kannst das, ich glaube daran, dass du das kannst. Und von Anfang bis Ende haben die so sehr an mich geglaubt und das war einfach so eine Motivation für mich, um zu sagen, hey, ich kann das doch einfach. Also ich kann das. Und wenn das andere nochmal so sagen, vor allem die kennen sich da aus, dann ist das nochmal so eine Motivation für mich gewesen. Als Schauspielerin oder als Schauspieler ist es, glaube ich, so, dass man erstmal so aus diesem Dings rauskommen muss. Okay, ich bin jetzt diese Rolle, ich mache das jetzt und dann keine Scheu vor der Kamera und ich bin jetzt so, wie ich ist und ich mache jetzt das, was die Rolle von mir verlangt, oder? War das eigentlich eine Challenge? Gab es irgendwie eine Szene, die wirklich so extrem war, wo du dachtest, okay, das ist schon extrem zu performen? Wahrscheinlich schon. Also es gab Szenen, wo ich dachte, muss ich das jetzt vor allem machen? Weil das war echt. Vor allem als ersten Shortfilm, ne? Dann, ja, das war gar nicht mehr meine. Halt am Set noch mal 7, 8 Leute, die dann hinter der Kamera stehen und die gucken halt einen an. Und für jemanden, der das zum ersten Mal macht, das ist ziemlich unangenehm. Unangenehm und das war so meine Komfortzone und dann dachte ich mir so, egal, konzentrier dich einfach auf deine Rolle. Und dann bin ich so in mir gegangen und dann, du musst einfach alles ausblenden. Du bist einfach in diese Rolle, du bist diese Person und dann vergisst du einfach alles und gibst einfach dein Bestes. Ja. Schön. So, wir sind jetzt endlich zum Schluss gekommen. Vielen Dank, dass ihr hier wart, ne, an auch alle. Und danke, Suji, für die Arbeit. Suji hat heute hier alles gedreht, für uns alles vorbereitet und ganz viele Retakes mit uns gemacht. Und wir haben auch die Location geändert, mussten sogar das Equipment nach oben bringen. Und wir haben das alles hinbekommen. Suji, vielen Dank dafür. Komm mal kurz her, können wir dich kurz drücken. Jo, danke dir, Mann. Gerne. Ja, unser Suji, von ihm haben wir vorhin schon geredet, unser Kameramann. Ja, Suji ist immer da, also bei jeder Aufgabe ist
Also er gehört einfach zu SR Production, zwischen unseren drei S. Hier S, Sven, Sandosh, S und hier Suji. Und ja, dass ihr ihn auch mal kennenlernt. Dann vielen Dank nochmal an Kadihala. Die Location wurde uns hier von Kadihala bereitgestellt. Super toll hier. Die Location ist sehr schön. Die Ambiente ist sehr, sehr schön. Und wenn ihr Lust auf tamilisches Essen habt, kommt gerne vorbei und lasst euch das All You Can Eat nicht entgehen. Vielen Dank an unsere Mediapartner Jelson von Parkbom, Kavituli, Swades und Cutify. Vielen Dank nochmal für eure Unterstützung und wir sehen uns alle beim nächsten Video. Genau. Vielen Dank an Tivi und unser langjähriger Freund. Wir haben schon lange geplant, so ein Video zu drehen, wo wir über Cinema reden. Und wir hatten immer Spaß dran, sowas zu machen oder wollten es machen. Kam nie zustande, jetzt nach ein paar Jahren, dann doch endlich. Ja, danke nochmal, genau. Tivi. Gerne. Wir sollten auch alle Tivi stark unterstützen, weil er sich auch einsetzt für viele Sachen hier, viele Projekte, viele Filme auch hier uns zu zeigen. Manchmal ist er auch der Typ, der dann kleine Filme auch hier nach Deutschland zieht und uns das allen ermöglicht, diese Filme sehen zu können. Und sind auch gespannt, was du so in Zukunft alles machen wirst und werden dich überall unterstützen, wo wir nur können und freuen uns auf jeden Fall auf die zukünftige Zusammenarbeit mit dir. Danke dir auf jeden Fall für alles. Das wird auf jeden Fall eine tolle Zeit, glaube ich, in den nächsten Jahren. Auf jeden Fall. Mit der ganzen Community, mit euch, mit allen. Ja. Das wird cool. Das wird gut. Dann bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao. Danke. Tschüss. Ciao.